Ja Leute, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Monkey Island Kapitel 5 Rise of the Pirate God Part 47. Wir sind hier letztes Mal bei dem Boden voller Kreuze und dem Schatzsucher stehen geblieben und wir reden nochmal mit ihm diesmal. Wie läuft die Schatzsuche? Großartig! Ich höre, hat LeChuck hier womöglich etwas Wichtiges vergraben. Eine einigermaßen vertrauenswürdige Quelle hat mir zugeflüstert, dass LeChuck hier womöglich etwas Wichtiges begraben haben könnte. LeChuck? Ha! Er sollte sich selbst begraben, wenn er wüsste, was gut für ihn ist. Also, weißt du etwas darüber? Nein, aber hier gibt es eine Menge Kreuze. Schwer zu sagen, was wo vergraben liegt. Du vermisst nicht zufällig einen Hund, oder? Du vermisst nicht zufällig einen Hund, oder? Einen Hund? Was soll ein Pirat mit einem Hund? Alberne Viecher rennen den ganzen Tag auf dem Achterdeck herum und fangen an zu kläffen, wenn man sich an einen Feind ranschleichen will. Kein Bedarf. Aber ein Papagei, das wäre das richtige Haustier für einen Piraten. Ach, ich dachte, du benutzt ihn vielleicht, vergrabene Schätze zu finden. Nee. Schätze zu finden ist hier ein Kinderspiel. Einfach graben und reich werden. Wie bist du an dieses riesige Loch in deinem Bauch gekommen? Und trete ich dir zu nahe, wenn ich dich frage, wie es zu diesem Riesenloch in deiner Mitte gekommen ist? Zu nahe? Wieso solltest du mir zu nahe treten, wenn du nach dem schrecklichen Augenblick meines Abgangs fragst? Das war eine rhetorische Frage. Oh. Wie du dich erinnerst, dachten wir, als die Jungs und ich hörten, dass der berüchtigte Dämonenpirat LeChuck wieder zum Menschen wurde, wir könnten was für unseren Ruf tun, indem wir ihn piratenmäßig vermöbeln. Ich erinnere mich. Selbst in Menschengestalt war LeChuck zu viel für euch, Jungs. Ei, aber ich habe ihm ein, zwei saubere linke Haken verpasst, bevor er fliehen konnte. Und? Und nach dem unglücklichen Ableben von Kapitän McGillicuddy entschieden wir, unsere eigene Freibeutergruppe auf Spoon Island zu gründen. Nettes Plätzchen, schön viel Fisch. Was hat das alles mit dem Loch zu tun? Wart's doch ab! Verzeihung. Jedenfalls waren wir gerade dabei, ein geeignetes Schiff für unser Piratentum zu beschaffen, als plötzlich, zack, meine Pocken geheilt waren. Das war ich. Tja, schön für dich. Leider konnte ich mich nicht lange meiner Gesundheit erfreuen, da der böse Dämon LeChuck angesegelt kam, eine dieser neumodischen ungarischen Kanonen in meinen Magen rammte und abdrückte. Vermutlich nahm er mir den linken Haken immer noch übel. Du hättest einfach auch, LeChuck hat eine Kanone auf mich abgefeuert, sagen können. Was ist so schlimm an einer netten kleinen Geschichte? Okay. LeChuck hat dich also mit einer Kanone weggepustet? LeChuck kam also nur nach Spoon Isle gesegelt, um dich abzuknallen? Nein, es ging ja noch weiter. Diese dämonische Nervensäge hat außerdem meine Kameraden getötet und beinahe ganz Spinnakay verwüstet. Ich habe mit diesem Galeb gesprochen. Ich habe mit diesem Galeb im Mittelpunkt des Scheidewegs gesprochen. So ein komisch aussehender Vogel? Ja. Seltsam. Mir hat er gesagt, sein Name wäre Squinky. Ich glaube, er nimmt's mit der Wahrheit nicht so genau. Wie so viele Leute. Der Trick ist, herauszufinden, wann jemand die Wahrheit sagt. Und wie schafft man das? Wenn ich das wüsste, würde ich nicht hier auf einem Feld voller Kreuze rumhängen, mit einem Loch im Bauch, wo früher mal meine Leber, Lunge und Nieren waren. Bis dann. Es war ganz interessant, mit dir zu plaudern, aber ich habe noch 5, 6 andere unmögliche Dinge zu erledigen und nicht die Zeit, mir dein Gemecker anzuhören. Prima! Umso mehr Schätze für mich! Okay. Ja, ich würde sagen, hier können wir erstmal nicht viel machen, außer uns halt... Schatzhaufen. Oh ja! Und du tust gut daran, deine schändlichen Finger davon zu lassen! Okay. Ja, hier können wir erstmal nicht mehr so wirklich viel machen, würde ich mal behaupten. Hey, wo wollt ihr hin? Kommt zurück! Totenkopf und gekreuzte Knochen. Murray? Puh, Gott sei Dank. Nicht, dass ich mich vor Murray fürchten würde. Murray ist eine Flasche. Hast du gehört, Murray? Du bist eine Flasche! Ah!
Du bist immer noch eine Flasche. Hat er das mitgenommen? Aha, wir haben jetzt das mitgenommen hier. Trinkgeldbecher. Können wir das kombinieren? Nee. Hätte ja sein können. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Knochen bekommen. Ja. Können wir die Buddel voll Grog mit ihm vielleicht kombinieren? Keine Zeit, den Leuten einen auszugeben. Okay. Nee. Auch nicht. Sieht aus, als würde er ganz gut allein zurechtkommen. Ja, würde ich auch sagen. Boden voller Kreuze. Nö, da hat sich nicht viel getan, ne? Können wir hier noch... Ne, da war Ende. Dann kommen wir jetzt hier so zurück. Und gehen jetzt mal gegenüber zum Schwertkampf. Oder? Ja, gehen wir zum Schwertkampf. Oh, das sieht aber auch interessant. Ey, da ist Morgen. Und wer ist das noch? Kann ich gerade gar nicht erkennen. Sieht aber interessant aus hier. Kleine, kompakte Inseln. Mal sehen, ob da noch ein großer Hauptplatz kommt. Morgen? Ahoi, Matrose! Noch so ein Schwertkämpfer, der mich auf ein Leben im Jenseits voller säbelrasselnder Gefechte herausfordern will. Nun denn, zeig, was du kannst! Gott sei Dank geht es dir gut! Heda, ich rede mit dir! Ja, mir geht es gut. Ich bin tot. Und du offenbar auch, also hau ab! Tja, es wird dich freuen zu hören, dass ich deinen Mörder ausgelöscht habe. Du hast LeChuck getötet? Was? Der Tod muss dir die Birne vernebelt haben. LeChuck hat mich um die Ecke gebracht. Bei dir war's der Singe. Hallo? Bin Schwertkämpfer, suche Herausforderung. Der Singe? Aber du hast doch gesagt... Na großartig. Meine große Chance, Dankbarkeit zu zeigen, und Mr. Mächtiger Pirat schaltet bei meinem Todesröcheln auf Durchzug. Aber... Und dann besudelt er auch noch meinen Ruf als schlagkräftige Piratenjägerin, indem er andeutet, ich könne eine toupet-tragende, milchgesichtige Knalltüte wie die Singe nicht mit verbundenen Augen schlagen. Wie bitte? Gott, bin ich deprimiert. Hör mal, ich habe nicht vor, hier im Land der Gänsehaut zu bleiben. Ich habe noch ein Hühnchen mit LeChuck zu rupfen und meine Frau ist immer noch in Gefahr. Ich werde vermutlich Hilfe brauchen, um von hier wegzukommen. Und du bist meine einzige Freundin. Vergiss es. Ich bin eine nichtsnutzige, hinterhältige Verräterin mit Kommunikationsproblemen. Ich verdiene es nicht einmal, deine Freundin zu sein. Niemand? Du musst nur mal wieder ein Schwert in die Hand nehmen. Hier, nimm und tritt gegen mich an. Nein, ich kämpfe nicht gegen jemanden Unbewaffneten. Ich bin bewaffnet. Na los, kämpfe, kämpfe! Nun, ich bin noch nicht fertig mit dir, Fräulein. Ich komme wieder. Na schön, ich warte dann da drüben so lange. Okay. Aha! Bist du gekommen, um es mit Klinge und Verstand gegen mich aufzunehmen, Bursche? Tja, ich hoffe, du hast beides gewetzt, denn... Nein, danke. Wie lange sitzt Morgen hier schon? Na, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, seit LeChuck mich abgemurkst hat. Sitzt einfach nur da. Will nicht mal im Beleidigungsfechten gegen mich antreten. Immer wenn ich Hohn und Spott vom Stapel lasse, stimmt sie mir einfach zu. Okay. Geisterschwert. Verzeihung, kann ich mir das mal borgen? Hey, LeChuck hat das nicht ohne Grund in mich gebohrt. LeChuck? Hey, er hatte es auf mich abgesehen, nachdem meine Kameraden und ich ihm irgend so eine goldene Schildkröte abgenommen hatten. Er schlug mir den Kopf ab und bat mich, es so lange zu halten. In deinem abgeschlagenen Kopf? Ja. Ach, vermutlich wollte er mich einfach nur kalt machen, oder? Würde ich sagen. Nein, das leuchtet ein. So, jetzt haben wir ein Schwert. Ist das nicht Morgens Schwert? Auf, Mo! Na schön. Jawohl! Endlich kommen wir zur Sache. Ich bin dabei. Hoffnungslos. Ich kann kaum mein Schwert erheben. Irgendwas an diesem Kampf kommt mir spanisch vor. Ach komm schon, das liegt wahrscheinlich nur an dir. Ach komm schon, das liegt wahrscheinlich nur an dir. Ach weißt du,
Vermutlich hast du recht. Nein, ich meinte... Vergiss es. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Nochmal das Ganze. En garde! Na schön. Ja! Yeah. Hoffnungslos. Ich kann kaum mein Schwert erheben. Irgendwas an diesem Kampf kommt mir spanisch vor. Achso, wir sind schon im Beleidigungsfechten quasi. Wie wär's mit... Ihr könnt mich vermutlich schlagen, ohne einen Finger zu rühren. Ihr könnt mich vermutlich schlagen, ohne einen Finger zu rühren. Ha, was für eine maue Beleidigung. Was? Nein, ich dachte, ich spreche mit der Dame. Hey, das wäre eine sogar noch bessere Retourkutsche gewesen. Aber dazu ist es jetzt zu spät. Ich habe gewonnen. Aber... Wenn er gewonnen hat, muss ich verloren haben. Okay. Ja, viele Möglichkeiten gibt es ja jetzt nichts mehr, ne? Also... Auf, Mo! Na schön. Wir verspringen das mal. Es ist hoffnungslos. Und ich war mal bei dem größten Schwertkämpfer der Karibik in der Lehre. Du bist ein außergewöhnlich begabter Schwertkämpfer. Du bist ein außergewöhnlich begabter Schwertkämpfer. Das soll eine Beleidigung sein, da das wirklich eine schwache Beleidigung war. Okay. Ich kapiere einfach nicht, was ich da jetzt machen soll. Weil sich da irgendwie nicht wirklich viel tut. Vor allem, sie sagt ja auch nicht immer das Gleiche, sondern immer was anderes. Yeah. Meine Laufbahn als Piratenjägerin war in etwa so von Erfolg gekrönt, wie meine Karriere als Marathonläuferin. Niemand hat mir jemals auch nur eine Verletzung zugefügt. Und niemandem wird es je gelingen. Vermutlich, weil sie sich vor jedem Kampf drücken. Vermutlich, weil sie sich vor jedem Kampf drücken. Genau wie das. Ich kapier's nicht. Komm schon, wieso kämpfst du nicht gegen mich? Ach, was soll's? Nochmal. Auf, Mo! Na schön. Jawohl! Schon winzigere Männer sind von meiner unverkennbar männlichen Prahlerei erschaudert. Ich führe dieses Schwert wie... wie ein kleiner dummer Junge. Und deswegen gehst du so komisch. Ich dachte, es seien nur Blähungen. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Ich kapier das nicht. Huhu. Also, soll der Kampf beginnen? Das schon, aber nicht mit dir. Wir müssen nur einmal was richtig treffen. Das ist wie mit der Seekuh. Ja. Wo wir der anderen Seekuh mit der anderen helfen. Ich kann kaum mein Schwert erheben. Irgendwas an diesem Kampf kommt mir spanisch vor. Siehst du, du bist doch stärker als ich. Siehst du? Du bist doch stärker als ich. Aha, okay. Ich hatte mal einen Hund, der schlauer war als du. Es ist hoffnungslos. Und ich war mal bei dem größten Schwertkämpfer der Karibik in der Lehre. Naja, Hunde sind ja auch kluge Tiere. Naja, Hunde sind auch sehr kluge Tiere. Ich weiß zwar nicht, was du damit gemeint hast, aber ich interpretiere es als... Morgan, du bist eine Vollversagerin. Das erste war schon mal richtig. Also, kannst du jetzt nur bergauf gehen. Noch einmal machen wir das hier. Auf, Mo! Na schön. Jawohl! Endlich! Ja. Meine Laufbahn als Piratenjägerin war in etwa so von Erfolg gekrönt, wie meine Karriere als Marathonläuferin. Niemand hat mir jemals auch nur eine Verletzung zugefügt. Und niemandem wird es je gelingen. Was für eine strahlende... So schnell kannst du laufen.
Sie haben grandios Karriere gemacht. Ihren Namen fürchtet man in der ganzen Karibik. Tja, ich nehme an, das ist wohl wahr. Da das wirklich eine schwache Beleidigung war, gewinne... Ich kapier's nicht. Naja, Leute, wir machen hier im nächsten Part erstmal weiter und gucken uns das nochmal an, wie wir das hinkriegen eventuell. Bis zum nächsten Mal, euer Tracer. Ciao, Leute.